kein Grund zum Ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, Savolas, du mich nachäffst? Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Das Jagen ist mit dieser Armbrust fast ein Problem. So eine brauche ich auch. Hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche, ihn nicht zu oft zu verärgern. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Das hat uns gerade noch gefehlt. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn?
Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay, fast da. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Du bist zickiger als Yen. Hoho, verlieb dich bloß nicht in mich. Auf geht's. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Nein, nein! Hilfe! Gut, na schön, du hast recht gehabt. So, so, was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Das gedacht. Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde.
Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wesemir. Bereit? Du Fettwanst! Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuhecken. Wir müssen leise sein. Ich kann auf eine Begrüßung von Speerspitze verzichten. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Irgendwas sagt mir, dass er es nicht mögen wird. Was? Knochen? Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Hörst du das? Mhm. Speerspitze sucht uns schon. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. So viel zum Überraschungsmoment. Mir doch egal, ich komm auch so zurecht. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Bist du fertig? Gehen wir. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Wesemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon.
Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Mhm. Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexase, nicht gehen weiter. Halt! Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg! Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexersen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Tja, wir kommen auf keinen grünen Zweig. Endlich! Mein Hirn tropft mir aus den Ohren, wenn ich noch länger diesen Scheiß hören muss. Kalziten und Dolomiten, wer will etwas Hexersilber kosten? Ich gesagt! Nicht können trauen, Hexersen! Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Geralt? Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi.
Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi, sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ja, Axi ist nützlich und gefährlich. Warum sagst du sowas? Es verleitet einem zum Missbrauch. Erzwinge einen niedrigeren Preis, lass einen arroganten Adligen Brackwasser trinken, bring jemandem Respekt bei. Dem kann man schwer widerstehen. Das stimmt. Aber das Leben ist zu kurz. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Da mussten wir alle durch. Das ist es ja. Nicht alle haben es geschafft. Viele Jungs starben hier. Gegen ihren Willen hergebracht. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen.